Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Heute gibt es ein Kochvideo von mir und zwar machen wir überbackene Champignons mit Sauce Hollandaise und los geht's! Okay, zuerst einmal müssen wir unseren Toast ganz leicht toasten. Jetzt schneiden wir unsere Champignons in Scheiben. Als nächstes sind die Zwiebeln dran. Okay, dann kann es auch weitergehen. Wir geben jetzt etwas Öl in die Pfanne. Schwitzen jetzt unsere Zwiebel an. Nach circa einer Minute können wir unsere Pilze hinzugeben. Zwischendurch immer mal wieder schwenken oder rühren. Okay, nach circa 5 Minuten geben wir dem Ganzen die Hälfte von unserer Sauce Hollandaise hinzu. Okay, jetzt wo die Soße so ein bisschen eingeköchelt ist und sich mit den Pilzen vermischt hat, könnt ihr das Ganze auch noch abschmecken mit Salz und Pfeffer oder je nachdem, was ihr mögt. Ich mache jetzt mal nur Salz. Okay, dann mische ich das Ganze nochmal durch und dann stellen wir es kalt. Ihr könnt in der Zeit schon mal den Backofen auf 225 Grad vorheizen. Okay, nachdem unsere Pilze jetzt soweit sind, kommt das Ganze aufs Toastbrot. Zu guter Letzt kommt jetzt noch unser Käse drauf. Und fertig! Ja, und noch ein bisschen Schnittlauch rüber, damit das Ganze auch schön aussieht. Guten Appetit, würde ich mal sagen. Das Ganze ist schnell und einfach gemacht und sättigt auf jeden Fall. Und das war's fürs Erste. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, eure bessere Welt. Ciao.